Wir sind da jetzt am Räucherplatz, wie ihr sehen könnt, rund um die Erde. In allen Kulturen und in allen Religionen wird geräuchert. Seit tausenden von Jahren. Es gibt Ausgrabungen zum Beispiel bei den Pfahlbauten, wo man verglimmte Pflanzenteile gefunden hat. Es ist bewiesen, dass Naturvölker es geräuchert haben. Es gibt Räucherwerke in der Bibel. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Räuchern. Es haben zum Beispiel schon die Heiligen Drei König Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht, was Räucherstoffe sind. Ja, und wenn wir jetzt den Räucherplatz anschauen, dann haben wir da im Osten das Feuer des Frühlings, im Süden Wasser, das gehört zum Sommer, das Wasser, die Pflanzen im Westen und im Norden die Luft mit den Federn dargestellt. Und somit haben wir die vier Jahreszeiten und die vier Elemente dabei. Und das Ganze hat einen sehr praktischen Nutzen. Wenn man räuchert, ist es vernünftig, wenn Wasser dabei ist, damit, wenn etwas brennt, dann kann man löschen. Federn brauchen wir zum Lüften. Und somit ist es wie immer, was nicht praktikabel ist, ist nicht heilig. Darum wird da so geräuchert. Ja, und die einfachste Form für Räucherer ist einfach eine Pflanze über Kerze heben. Da muss ich sie gerade ein bisschen herholen. Zum Beispiel ein Tannenbart. Hebt man einfach drüber, so dass er nicht brennt, aber riecht. Tannenbart ist der Git. Siehst du, wenn es brennt, hätten wir Wasser. Und Tannenbart gibt ganz viel Schutz und Geborgenheit. Ist die Pflanze, die Räucherung für die dunkle Zeit, denn wenn der Mensch sich nach innen wenden sollte, denn wenn er so diesen schweren Weg zu sich selber antritt, dann braucht man meistens Tannenbart. Eine weitere ganz wertvolle Pflanze, die man genauso einfach räuchert, indem man sie über Kerze hebt, ist der Wacholder. Lerkert er aus. Sieht man von Adelberg dazu. Man nennt den Weihrauch der Alten. Ganz stark desinfizierend. Und tut so einen heiligen Raum schaffen. So Bitten und Bärte. Hat man auf Alpa verwendet, wenn man die Alpa geräuchert hat. Das ist die klassische Räucherung gewesen, wenn jemand gestorben ist. Immer dann, wenn was als Gott was Neues anfangen sollte, dann nimmt man Wacholder. Ich habe hier eine Muschel. Muschel deshalb, weil das symbolisiert das Wasser. Und wenn ich Pflanze rein tue, dann habe ich wieder die Erde dabei. Wenn ich es anzünde, das Feuer. Und mit der Federn die Luft. Somit wieder alle Elemente. Einfach nur zusammendrücken. Das ist jetzt Salbei. Es brennt, dann kann man wedeln und mit so einer Räucherschale tät man jetzt, wenn man ein Haus räuchern möchte, ums Haus räuchern, zu den Rauhnächten räuchern, dann tät man eher in der Schale, wenn man dann ein bisschen beweglich ist und damit laufen kann. Man fängt immer im Osten an, ladet die Kräfte des Ostens ein. Der Frühling, der frühe Morgen, der Neuanfang, Träume und Visionen. Bewegt sich dann Richtung Süden und ruft aus dem Süden die Kräfte des Sommers, der Schaffenskraft, der Erotik und der Mütterlichkeit. Dort, wo alles pflegt, gehegt und gepflegt wird, das ist der Sommer. Dann bewegt man sich weiter, so wie die Sonne läuft, vom Frühling in Sommer, vom Osten in Süden, im Westen, zum Element Erde und zum Herbst. Dort ist die Dankbarkeit daheim, das Ernten, die Fähigkeit zu sehen, was man gesät und gehegt und gepflegt hat und was man loslassen muss. Das große Loslassen ist im Herbst. Ja, und dann weiter Richtung Norden. Ihr seht da hinter mir. Im Norden sind die Ahnen, die uns vorausgegangen sind, ist die Ruhe und die Stille, die Heilung.
Dann nimmt man das als Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nimmt die Schöpferkräfte dazu und die Elementargeister, die sowieso da sind. Und sie haben jetzt mit Haus, die Menschen, die in dem Haus wohnen, die Tiere, wenn man einen Stall hat, Nachbarn über zu und rundum. Eine weitere Methode ist Räucherkohle. Räucherkohle ist nichts anderes als die Möglichkeit, dass man ein bisschen Glut hat. Wenn jemand einen Ofen hat mit einem wichtigen Feuer, dann kann man einfach ein Stückchen Holz rausschupfen und das in der Schale tut, dann hat man auch Glut. Wenn er mit Räucherkohle räuchert, dann muss man sie zuerst anzünden und ein bisschen verbrennen lassen, damit es nicht nach Kohle riecht, sondern einfach bloß die Glut ist. Räucherkohle brauchen wir immer dann, wenn wir Harze räuchern. Harz ist sehr stark heilsam. Man hat die Fichte zum ihre Wunder verschlüssen und somit ist das Harz auch für einen Mensch zum Wunder verschlüssen, auch als Rauch. Riecht ganz stark. Mit dem könnte man jetzt auch durchs Haus laufen, auch rundum laufen. Und es gibt noch ganz viele wunderbare Harze zum Verräuchern, wie ein Weihrauch, eine Myrhe, ein Bernstein, das sind alles Harze von verschiedenen Bäumen. Und alle zusammen sind sie sehr wertvoll zum Räuchern. Weihrauch zum Beispiel ist ganz stark desinfizierend, Myrhe tut mehr Erde und dann Harz jetzt, das tut einfach aufhärlen und heilen. Im Herbst gehören die Wurzeln. Und auch Wurzeln gehen ganz wunderbar zum Räuchern. Zum Beispiel eine Morstenwurz ist zum Desinfizieren, wenn Grippezeit ist, wenn alle krank sind, alle pfnitzend. Mit Morstenwurz räuchern tun wir praktisch die Luft desinfizieren. Man kann genauso gut einen Baldrian drauf tun, zum Beruhigen, eine Engelwurz auch zum Klären. Also sämtliche Wurzelpflanzen, die man als Tinktur nimmt, kann man genauso gut zum Räuchern nehmen. Und sie duften da ganz fein. Eine Vielzahl von heimischen Pflanzen kann man räuchern. Und ihre Heilwirkung haben sie beim Räuchern, wie wenn man Tee draus macht oder eine Tinktur, ist einfach eine weitere Form der Heilpflanzenanwendung. Ganz fein zum Beispiel ist dann Lavendel. Das ist praktisch ein natürliches Räucherstäbchen. Kann man anzünden kurz. Und den räuchert es und riecht nach Lavendel. Lavendel hat die Botschaft der Geruch von Bernschmidt sich sehr lasig. Sehr alle Namen hier, das macht der Lavendel uns vor. Der wilde Majoran geräuchert ist durch die Glut vom Sommer in den Winter bringen. Sämtliche Nadelpflanzen kann man räuchern. Ganz fest aufpassen, wenn sie dürr sind, brennen sie wie Zunder. Aber duften natürlich wunderbar nach Weihnachten, sind harzig, darum brennen sie nicht gleich. Einfach aufpassen und immer das Wasser dabei haben. Stärchlaub kann man räuchern. Stärchlaub hilft gegen Neid und Missgunst. Riecht nicht unbedingt gut, aber ist sehr wirksam. Dann haben wir da sämtliche mediterrane Küchenpflanzen. Mit Schafkarber räuchern ist wunderbar, wenn man einen Besuch praktisch rausräuchern möchte. Wenn ein Streit im Haus war, wenn etwas, was man das Gefühl hat, bringt man mit Lüften gerne fort, denn so Aufgabe. Ein Räucherstab, Räucherstäb gibt es ganz unterschiedliche. Ich mache es jetzt immer mit Beifuß, weil Beifuß an und für sich eine ganz starke Räucherpflanze ist. Beifuß tut die Energie ins Flüssen bringen, ist darum schmerzstillend, wenn die Energie wieder im Fluss ist. Und Beifuß hat an und für sich so eine starke Struktur, dass man so Räucherstäb machen kann. Die wären dann zum Rausräuchern, den man über die Kerzen anzünden und den muss man richtig fest lüften. Räuchern kann man sämtliche heimischen Wildkräuter, Rosenblätter zum Beispiel sind wunderbar. Und wenn jemand jetzt nicht selber Räucher war, sammeln möchte und nicht hat, gibt es ganz tolle Quellen. Heute gibt es so auf Rittermärkte und Weihnachtsmärkte kann man wunderbare Räucherwerke kaufen. Läden zu Radlberg, wo Räucherwerke und Heilpflanzen verkaufen. Also gibt es einige tolle Quellen. Wichtig ist, dass sie naturbelassen sind. Also dass er keine chemisch veränderte, nichts gefärbt, kein gefärbter Weihrauch zum Beispiel. Und auch so, also Pflanzen, die wirklich naturbelassen sind und mit denen kann man bedenkenlos räuchern.